wenn Sie den Textmodus ausgewählt haben und auf dem Bildschirm per Klick auf die linke Maustaste festgelegt haben, wo der Text erscheinen soll, wird automatisch in der 2D-Dialog-Toolbar der Bereich Texte aktiviert. Oberhalb dieses können Sie die Farbe, die Schriftart, die entsprechende Schriftgröße, den Schriftstil ebenso auswählen wie eine rechteckige oder runde Textumrandung und eine entsprechende Ausrichtung des Textes in Grad. Wenn Sie in das weiße Textfeld klicken, sind Sie hier in der Lage, den entsprechenden Text einzugeben und diesen natürlich entsprechend zu markieren und im Nachhinein zum Beispiel wieder die entsprechende Schriftgröße, Schriftart etc. etc. zu verändern. Beachten Sie, dass Sie hier ebenso die Möglichkeit haben, die Textausrichtung festzulegen. Diese bezieht sich immer auf das gerade markierte Textfeld im Grundriss. Neben der Möglichkeit, den Text einzugeben, haben Sie im unteren Bereich Zugriff auf sämtliche Variablen aus VI-Plan. Sie erkennen diese an dem Dollarzeichen vor und nach der Bezeichnung des Variablennamens. Sie können diese ganz einfach per Doppelklick entsprechend in Ihr Textfeld übernehmen und diese werden dann durch die entsprechenden Inhalte der Variablen ersetzt.